Das kann's nicht sein, ey. Überall, wo du hergehst, kommen die diese Viecher um die Ecke. Oh Gott, jetzt habe ich kein Schwert mehr. So, minus 32, da bin ich jetzt. Und x240. So, das heißt, wir müssen hier lang. Jetzt bin ich gerade erstmal am Retten, weil ich nämlich vor diesem Idioten abhauen wollte. Ich habe eine Kuh gefunden. Nimm sie mit. Ich habe kein Getreide, ich habe das in der Kiste gelassen unten. Oh shit. Das gibt's nicht, ey. Ich hasse es herumzuirren. Ohne Schwert. Minus 32. Ja, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Z240. Ja, 270 kann auch sein. Aber es ist relativ, ja, macht nicht viel aus, denke ich mal. Ja, ich bin hier am richtigen Weg. Da ist ein Ei. Hühner. Ja, ich fühle mich hier schon wieder wohler, weil es sieht hier eigentlich schon wieder besser aus, ne? Findest du? Ja. Ich habe absolut keine Orientierung. Hier rüber. Also ich stehe jetzt bei minus 40, 314. Ich glaube, ich habe da unten Wasser gesehen. Ich glaube, das sieht aus wie unser... Das ist ein kleiner Tümpel, aber zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. So, minus 32. Aber mit 300 war das nicht, oder? Nee. So, hier ist das Wasserloch. Das normalerweise... Auf welchen Koordinaten bist du? ...für uns entscheidend ist. Minus 44, 321. Also normalerweise, wenn das hier das Wasserloch ist, wo wir vorbeigelaufen sind. Ich glaube, ich kenne mich aus, bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich probiere mal mein Glück. Unser Haus. Yippie! Ich bin daheim. Sehr schön. Ich bin jetzt hier gerade im Schneegebiet. Ich laufe jetzt gerade darüber. Also minus 160, 360 ist unser Haus. Was, minus 60? 360. Okay, dann muss ich hier rüber. Okay, dann bin ich falsch gelaufen. Falsche Richtung. Aber zumindest annähernd hat es schon mal gepasst. Jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Eieiei, langer Weg. Aber hallo, und vor allem, wir sind mir nicht abgekackt. Oh nein! Ich musste gerade eins von unseren Hühnern schlachten. Egal, haben wir genug von. So, ich versuche hier mal wieder Pflastersteine in die Bauernkiste zu tun, weil das sind so ewig viele einfach. So, und dann hole ich mir gleich mal die Eier und guck mal, inwiefern wir da wieder ein paar Hühnchen rauskriegen aus den 11 Eiern. Ja. Elf Eier, nicht eins. Das ist eine schlechte Quote, würde ich mal sagen. 12 Eier, nicht eins. So, sind hier Kartoffeln fertig? Nö. Getreide ist ein bisschen was fertig. So. Leck mich am Arsch, war das mal wieder eine Session. Hat wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Übelst, ja. Und vor allem war es so erfolgreich. Mit den Diamanten und so alles. Oh ja. So, bist du schon daheim? Nicht ganz. Ich glaube, ich bin wieder voll falsch gerannt. Aber es macht mich teilweise verrückt mit diesen Koordinaten. Und nach diesen zwei Koordinaten laufen musst. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe da hinten ja zumindest mal Strand gefunden.
So, unsere Ofen reichen nicht mehr aus. Das ist schlecht. Ich renne hier im Kreis. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon relativ sicher, dass ich gleich da sein müsste. Hast du gesagt, minus 60? Moment. Minus, also x ist minus 170. Ich habe minus 60 gesagt eben. Habe ich minus 60 gesagt? Ja. Dann war das wohl falsch von Gott, mir. jetzt sterbe ich, weil ich keinen Hunger, kein Essen mehr habe. Nicht dein Ernst. Ich bin. Ja, nee, also ich glaube, du kannst ja nicht ganz abkacken. Ach so. Aber ich bin jetzt die ganze Zeit nach minus 60 gegangen. Und Z350. Ja, das wusste ich, das hatte ich noch richtig ungefähr. Aber minus 60 hatte ich. Ah, ich hab's rausgefunden. Ich komme. Gottes Willen. Ja, ich war natürlich dann komplett falsch mit der 60, ne? Ja, das ist Das klar. hat dann nicht ganz hingehauen. Aber nee, ich kacke nicht ab. Also das bleibt nochmals konstant oder irgendwie nach einem bestimmten Zeitspanne. Wahrscheinlich verlierst du dann ein Herzchen, aber. So, mal gucken, ob irgendwas hier hühnermäßiges. Oh, jetzt habe ich das Huhn erwischt. Egal. Halleluja, also es ist Wahnsinn hier, was hier abgeht. Noch ein Huhn, jawohl. So, Fäden. Feuerstein. Kies. Boah, was wir Kies haben. Wir Unglaublich, können ne? Wege bauen wie die Weltmeister. Diamanten. Kohle. Krass. Einfach nur krass. Okay, du bist unten, ne? Ja. Ich muss jetzt mal die Koordinaten wieder wegdrücken. Ja, die stehen bei Entschuldigung. mir auch die ganze Zeit da. Ich vergesse es immer, sorry. So, zum Abschluss gibt es noch einen kurzen Angler von mir, bis der Baum hier soweit ist. Ach nee, doch nicht da. Wo sind jetzt die Kartoffeln hin? Da. Da sind's. So, Kartoffelis. Da muss noch das hin. Ich baue mir gerade mal ein Brot, da das zumindest nicht mehr ganz so furchtbar aussieht. Mann, ich habe mich eben geärgert. Ich habe die Kuh gesehen und habe dann gemerkt, du hast ja gar kein Getreide mehr. Oder hast gar keins mit. Ja, das war echt blöd, weil das wäre ja Wahnsinn gewesen, wenn wir eine Kuh hätten. Ich schmeiß ihm Zeug um mich. So, ich komme dann auch mal hoch. Mal wieder säen. Oh, die Hühner, ey, wie gehen die ab hier? Unfassbar. Ja, läuft schon ganz gut mit dem Hühnchenstall. Aber ich war viel zu langsam. Paulina, jetzt mach doch mal hin. Langsam, aber sicher lässt auch die Konzentration ein bisschen nach. Ja. So. Wir hatten da Kartoffeln gepflanzt in dem, war ich das? In dem Getreidefeld waren Kartoffeln drin. Ja, stimmt natürlich nicht ganz. Also uns fehlt wirklich nur noch eine Kuh oder ein paar Kühe oder am besten zwei für eine fröhliche Kuchentime. So, was hast du denn da reingekloppt hier in die Dinger? Eisen. Ich schmeiß hier mal Eisen rein. Da ist noch ein Fisch, den werde ich gleich mal vernaschen. Haben wir noch irgendwo was zu essen? Nee, ich kann mir auch selber gerade bauen, ist egal. Da mache ich mir ein Brot. So. Na, so, erstmal Zeug wegtun hier. Um Gottes Willen, was haben wir ein. Wir haben Rohstoffe ohne Ende.
Vor allem, wie es aussieht, 26 Diamanten. Das kannst du keinem erzählen. Ich kann gleich mal, warte mal, lass mich gerade mal die Kiste. Aber wir könnten uns gerade auch ein bisschen einfacher tun. Na, drei Pilzsuppen. Boah, könntest du mir noch ein Stack Redstone hertun? Oder haben wir keinen mehr? Ich habe keinen mehr, leider. Ist in der Kiste noch was? Ja, in der Kiste, ja. Kannst du mir da ein Stack Redstone herschmeißen? Warte. Da liegt vor der Kiste. Kannst du holen? Moment. Oder warte mal, ich schmeiß dir den. So, da ist er. So, ich mache mal gerade die Pilzsuppen hier fertig. Das ist echt cool. So. Hatte ich übel. 26 Diamanten. Guck dir einfach Redstone an. Wo hast du denn? In der Kiste. Oh, ja, 63 fette Blöcke, ja. Gottes Willen. Also damit können wir einige Leitungen machen. Hab jetzt auch mal Kohle umgebaut in Blöcke, weil... Ja, kann man auch. Ja. Das ist nicht schlecht. Dann sparen wir uns einfach ein bisschen Platz. So, Eisen unten ist wieder voll. Oben ist auch noch fast voll. So, Kohle. Also wie viele Blöcke macht man denn da übereinander? Einfach die, alles voll. Alles voll? Okay, dann versuche ich jetzt gerade mal. Also mit 64, also diesen, also in deinem eigenen Kästchen mit den 4 oder alles hier, diesen großen? Also den 9er komplett voll. Okay. Sieht geil aus. Ha. Nee, so muss. So, sehr schön. Kann ich die mitnehmen hier? Nummer 20. Ah, das ist echt geil, weißt du, früher ging das ja nicht mit dem Stapeln von dem Zeug. Nee. Das heißt, du hast dann halt wirklich, dann musstest du 1000 Kisten bauen für das einzelne Zeug, aber wenn du es jetzt echt stacken kannst, ist es wirklich viel wert. Allerdings. Das heißt, wir können... Wir haben gute Rohstoffe heute geholt. Könnten... Muss man echt sagen. Zwei Diamantenblöcke machen. Ne, lass mal lieber die 26, das sieht, glaube ich... Ah ne, Diamantblock sieht cool Diamantblock aus. Diamantblock hat was. So chillig, ne? Schau ihn dir an, den Diamantblock. So. Muss ich sehen, muss ich festhalten. Yes. Ne, vor allem die haben wir so, jetzt schon mal, mal schnell, ne? Die gehen jetzt nicht mehr flöten. Lass mal schlafen. Endlich mal wieder im Bettchen nach so einer langen Reise. Oh Mann. Und ich da mit meiner Irrfahrt dann noch da. Ich habe nur Glück gehabt, dass wieder hell war. Hab ich die ganze gedacht, was, 60, was, wo, hä? Ich renne hier rum und oh ja. Hab mich voll verirrt. Gut, dann denke ich, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir Ende Gelände, ha? Ja, genau. Weil mittlerweile, ich mach meine Angel mittlerweile ist es nämlich 11:45. Ja. Und ja, das hier können wir schön durchlaufen lassen in den Öfen. Und wir haben mal wieder einige genau. Folgen zusammen. Denke ich mal für den restlichen August und bestimmt noch ein Stückchen in den September rein. Ich denke auch. Also es war, ich wurde heute gefragt, ob es eventuell demnächst jeden Tag Minecraft gibt. Das ist halt die Frage, ne? Also wenn die Resonanz wirklich sehr gut ist, dann überlegen wir uns das natürlich. Ja. Dann ist es absolut machbar. Ganz klar. Müssen wir mal abwarten, wie es läuft. Vielleicht aber ist es, ausgeschlossen vielleicht ist es nicht. Vielleicht ist es ja mittlerweile schon so, bis dieses Video hier kommt. Also ich denke mal, das, was wir jetzt gerade hier reden, kommt vielleicht in ja 3-4 Wochen. Genau. So in dem Dreh würde ich sagen. Ja, liebe Leute, ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze hier wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid mittlerweile auch ja, ganz froh, dass wir mit diesem Projekt Minecraft hier angefangen haben. Und uns macht es auf jeden Fall riesigen Spaß. Und von daher hoffe ich, ihr seid weiterhin so gut dabei. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, nächsten Folge, nächsten Session. Bis dahin würde ich sagen, von meiner Seite aus, macht es gut. Genau, nichts mehr hinzuzufügen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.